Der menschliche Körper verfügt über erstaunliche Fähigkeiten. Jeder einzelne Teil ist wichtig. Unsere Knochen, Bänder, Gelenke etwa, damit sitzen, laufen und springen wir. Doch was, wenn unser Bewegungsapparat einmal Hilfe braucht? Die innovativen Produkte und Therapiekonzepte der OPET zählen zu den besten in der Welt der Medizintechnik. Das sichert eine ganzheitliche Versorgung der Patienten. Alles made in Germany. OPET, ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit großen Ambitionen für die Zukunft. Und genau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Früher hat man einen Gips angelegt nach einer Fraktur. Was wir gemacht haben, den Gips wegzunehmen, das war eine Idee von einem Arzt. Und da haben wir praktisch dann ein Vakuumkissen entwickelt, was sich anformen kann, aber praktisch dann auch den verschiedenen Schwellungszuständen anpassen kann. Und die äußere Stütze, die Stabilität, haben wir dann über eine Kunststoffschale gebaut. Und dann war uns wichtig, praktisch nicht nur zu immobilisieren, sondern auch zu mobilisieren. Damit haben wir ein Gelenk mit eingebaut, was du einstellen kannst, in bestimmte Winkeln freigeben kannst, sodass eigentlich danach so diese Stufenphase zuerst immobilisieren, dann mobilisieren und irgendwann dann auch wieder möglichst gut ohne dem Produkt wieder normal laufen zu können. Und das ist eben etwas, woran wir sehr viel forschen an Materialien und dann eben, wie kann ich es danach produzieren? Wir fertigen hier in Deutschland ca. 150.000 Orthesen jedes Jahr. Und das ist insbesondere für den deutschen und den schweizerischen Markt, aber durchaus für unsere Kunden auf der ganzen Welt. Das Thema Nachhaltigkeit macht uns insofern aus, dass wir die Orthesen vom Patienten nach der Nutzung wieder zurückbekommen und dann die Produkte auch wieder aufbereiten. Das heißt, der Patient muss die Ware, seine Orthese, nach der Benutzung an uns zurückschicken, sodass wir die im Anschluss wieder aufbereiten können und nochmals in den Umlauf bringen können. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie an wie vielen Standorten? Mittlerweile hat die OPET an die 850 Mitarbeiter weltweit gesehen. Das heißt, wir sind hier an die 350 am Standort in Valais. Aber auch durch die ganzen anderen Standorte, die weltweit verteilt sind, kommen wir doch mittlerweile schon auf eine recht beachtliche Größe. Als moderner Arbeitgeber haben wir in den letzten Jahren echt beobachtet, dass es ihnen immer wichtiger ist, ihre Tätigkeit mit Sinn erfüllen zu können, aber auch für ein zukunftsfähiges Unternehmen zu arbeiten und etwas bewegen zu können. Und diese Bewegung, das ist das, glaube ich, was einen modernen Arbeitgeber ausmacht. Für das Wir-Gefühl ist das Allerwichtigste, dass wir uns als Menschen behandeln und respektieren. Im Bereich Inklusion arbeiten wir mit einer Behindertenwerkstätte im nahegelegenen Miesbach zusammen. Und wir haben auch hier im Haus eine 20-köpfige Arbeitsgruppe, die komplett in unsere Prozesse eingebunden sind und da einen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen leisten. Welche Benefits haben denn Ihre Mitarbeiter bei OPET? Ein solches ist sicherlich die Mitarbeiterbeteiligung. Wir haben hier ein Drittel der Mitarbeiter, die Aktionäre sind und die natürlich damit direkt vom Unternehmenserfolg profitieren können. Nachwuchs und Weiterbildung sind natürlich ganz essentielle Standpfeiler im Unternehmen. Jungen Leuten ist natürlich auch eine Perspektive wichtig, wie es weitergehen kann. Ausbildung ist der erste Schritt, aber sicherlich nicht der letzte. Ich finde es total spannend in der OPET, dass hier immer wieder neue Sachen passieren. Hier ist immer ein stetiger Wandel. Kein Tag ist wie der andere und das macht es hier total interessant. Gerade für mich persönlich, ich habe hier als Auszubildender angefangen und bin mittlerweile als Fertigungsleiter hier tätig. Das ist eine große Anerkennung auch, welches Vertrauen man hier genießen kann. Wie begleiten Sie denn den ganzheitlichen Genesungsprozess von Patienten? Wir begleiten, indem wir jetzt eben auch Sanitätshausgruppen mit dazu nehmen, dass wir eine größere Nähe zum Patienten bekommen, dass wir korrigieren können, dass wir ihn unterstützen können, sodass dann gar nicht erst eine größere Verletzung entsteht. Im neu gegründeten Bodynostic-Labor, da sagen Sie vor allen Dingen Rückenschmerzen den Kampf an, richtig? Bodynostic ist ein Bewegungslabor. Das heißt, wir schauen uns den Körper wirklich von Kopf bis Fuß an. Also wir fokussieren uns nicht nur auf ein Gelenk, sondern wir analysieren die gesamte Haltung. Und da nutzen wir eben sehr moderne Messtechnologien, ein Wirbelsäulenmessgerät und einen Bewegungssensor, wo wir Asymmetrien zum Beispiel in den Beinachsen oder Instabilität im Sprunggelenk erkennen können. Die Vorteile sind, dass das ein sehr schnelles, unkompliziertes Messverfahren ist. Es ist strahlungsfrei, das heißt, wir haben keine Röntgenstrahlen. Das ist zum Beispiel ganz gut bei Kindern oder auch bei Schwangeren. Das heißt, es kann von jedem genutzt werden.
Die Messung geht relativ schnell, wir erhalten aber sehr viele Messdaten und die sind dann eben die Grundlage auch für unsere Einlagenanfertigung. Im Prinzip sind die Füße unser Fundament. Wir schauen uns deshalb auch den Fuß ganz speziell an, weil alles, was unten schon nicht funktioniert, das überträgt sich natürlich auch auf die gesamte Haltung. Wir helfen speziell mit sensomotorischen Einlagen. Das heißt, wir versuchen über Aktivierung der Muskelketten über den Fuß die Gesamtstatik zu verändern und somit auch den Fuß dann zu entlasten. Und damit wahrscheinlich auch die Wirbelsäule. Also die Wirbelsäule dann natürlich auch, weil wir im Prinzip durch die Einlage versuchen, die gesamte Haltung zu korrigieren. Der Körper soll sozusagen ein neues Bewegungsmuster lernen. So viel Digitalisierung passiert hier in Ihren innovativen Therapiekonzepten. Wo bleibt denn da eigentlich noch das Handwerk? Wir kombinieren im Prinzip beides. Wir brauchen diese digitalen Werte und dann wird die Einlage aber auch im Prinzip in einer Werkstatt angefertigt. Ich glaube, das macht uns auch genau aus. Wir kombinieren Innovation und Tradition in einem. Plakativ formuliert wollen wir einfach Patienten schneller und besser behandeln als andere. Dadurch, dass wir Hersteller und Leistungserbringer sind, glaube ich, können wir eine Patientenversorgung aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln optimieren. Und deswegen ist unsere Vision eigentlich wirklich, Kontakt zum Patienten zu haben und ihn dann nach seinen Bedürfnissen mit guten Konzepten abzuholen. Und ich glaube, wenn man da nah dran ist, da wird noch ganz, ganz viele Ideen entstehen.